natürlich, ja, ich habe jetzt Zeit. Es geht um den Elternsprechtag, genau. Mama, was ist denn jetzt? Habe ich morgen zur ersten oder zur zweiten? Das musst du jetzt mal klären. Julian, ich rede doch gerade mit dem Schulleiter Herrn Schillig über den Elternsprechtag. Also, 2 Minuten, bitte. Mama, was ist denn jetzt mit dem Kakao? Du hast gesagt, in 5 Minuten ist er fertig und es sind bestimmt schon 5 Minuten und ein paar Sekunden. Einen Moment mal kurz, Herr Schillig. Seht ihr nicht, dass ich beschäftigt bin? Emma, ich habe jetzt keine Zeit für sowas. Oh, das ist doch nur eine Tasse Kakao. Das kannst du doch mit der anderen Hand machen, nicht mit der, wo du das Telefon hältst. Also los, los, los. Mama, ist das jetzt schon geklärt? Erste oder zweite Stunde? Oh, ich hoffe zur zweiten. Bitte, klär das. Sag sonst, dass ich zur zweiten komme. Oh, Kinder, macht ihr das eigentlich absichtlich? Wollt ihr mich nerven? Einen Moment, Herr Schillig, lasst mich doch einmal ganz kurz in Frieden. Jetzt klingelt auch noch Hannas Handy. Hanna, da ist jemand an deinem Handy für dich. Was macht mein Handy denn hier unten? Mama, hast du das etwa genommen? Warum sollte ich denn dein Handy nehmen? Natürlich nicht ihr Handy, das von meiner Tochter. Jetzt nimm das Handy und hau einfach ab. Mama, wenn du mein Handy benutzen möchtest, dann musst du mich fragen. Also dann sag doch einfach was. Wolltest du etwa wieder meine WhatsApp-Nachrichten lesen? Also ich kriege hier langsam wirklich zu viel. Martin, kannst du dich mal bitte darum kümmern? Ja, aber oh, Schatz, ich dachte, das Essen wäre jetzt schon fertig. Aber was ist denn jetzt? Ach, natürlich, ich rufe sie gleich nochmal an. Im Moment geht das gerade nicht. Jetzt habe ich wirklich die Faxen dicke. Alle aufs Zimmer. Oh Gott. Martin, du gehst zurück ins Wohnzimmer. Ich will niemanden sehen. Mann, geht ihr mir auf die Nerven. Ja, ist ja, okay, ist ja gut. Übertreib doch nicht direkt. Wir gehen schon. Wir sind halt Kinder. Wir nerven halt ein bisschen. Und mein Kakao, was ist jetzt damit? Krieg ich den noch oder wie? Oh Mann. Und jetzt du, Hanna. Also wirklich, ich habe mir dein Handy nicht genommen. Du hast es hier einfach liegen lassen. Jetzt nimmst du wieder mit in dein Zimmer. Und du, Martin, du solltest mich eigentlich unterstützen als mein Ehemann. Du benimmst dich wie ein Kind. Okay. Geh auf dein Zimmer. Okay. Gut, dann gehe ich halt ins Schlafzimmer. Also das letzte Mal, dass ich aus dem Zimmer geschickt wurde, ist schon ein paar Jahre her. Aber gut, ich bin ja schon weg. Ich verstehe gar nicht, Mama, warum du dich so aufregst. Wir sind doch nur zu dritt oder zu viert. Stell dir vor, hier werden noch mehr von uns. Ja, genau. Mama soll doch froh sein, dass wir nur zu dritt sind. Wobei, das wäre echt cool, wenn wir noch mehr wären. Stell dir mal vor, ich hätte noch eine Schwester, die wäre so wie ich oder so. Also das wäre es jetzt nun wirklich. Noch mehr von eurer Sorte, das wäre mein schlimmster Albtraum. Wenn ich mir das so vorstelle, wenn das Zwillinge wären, also alle. Emma, jetzt lass es doch bitte. Kannst du nicht die anderen Kinder auch ins Bällebad lassen, bitte? Ich krieg wirklich zu viel. Ach je, war ja klar. In der Kita ist wieder jede Menge los wegen den Zwillingen, habe ich mir schon gedacht. Emma, das ist nicht dein Bällebad. Kannst du jetzt bitte die anderen Kinder auch reinlassen? Nein, das ist jetzt hier meine Zeit im Bällebad und ich bin jetzt ein Hund. Wer hier rein will, der wird gebissen. Oh Mann, Emma ist jetzt hier im Bällebad und in die Sporthalle können wir auch nicht. Da macht Emma die ganze Zeit Ärger. Hallo Brigitte, ich bin jetzt auch da. Du hattest mich ja angerufen, es gibt Probleme. Was denn genau? Frau Vogel, es tut mir wirklich leid, aber ihre Töchter Emma und Emma, die tanzen mir ganz schnell auf der Nase rum. Ich weiß nicht mehr weiter. Hallo Mama, du bist ja auch da. Wenn du hier rein willst, dann wirst du auch gebissen. Ach Emmalein, willst du nicht rauskommen? Ich meine, vielleicht gibt's hier noch irgendwelche Hundeknochen für dich, oder? Die anderen Kinder könnten doch dann auch mal spielen. Mach bitte keinen Ärger. Frau Vogel, wissen Sie was? Gehen Sie am besten in die Sporthalle. Da ist Ihre andere Tochter, Emma, und die macht auch ganz schön viel Radau. Ich werde mich hier versuchen, um Emma zu kümmern. Ach, jede Woche hier wieder Ärger aufs Neue, aber ich kann Brigitte auch echt verstehen. Zu Hause machen die auch nur Ärger, die beiden. Das Bällebad, das gehört mir. Das ist mein Revier. Kein anderer darf hier rein. Wuff, wuff. Mama, was soll denn das werden? Ich dachte, Emma ist die Verrückte von euch, aber was machst du denn da? Mama, ich mache hier gar nichts. Ich bin hier heute im Basketballkorb. Ich bin nämlich dabei, aber ich komme ja nicht mehr runter. Ich weiß nicht mal, wie ich hochgekommen bin. Ach, Emma, kannst du da nicht bitte mal weggehen? Ich möchte ein paar Körbe werfen. Emma, jetzt komm da bitte runter. Das ist total gefährlich. Was ist, wenn du stürzt? Oh, Mama, tut mir leid, aber ich bin im Basketball. Ich muss erstmal hier durch den Korb flutschen, weil sonst gibt's keinen Punkt. Oh, Emma, ich dachte, das machen wir zusammen. Du bist jetzt der Basketball. Ich wollte das doch sein. Oh, Emma, jetzt komm bitte nicht auch noch auf die Idee, hier im Basketball zu sein. Du bleibst bitte hier unten am Boden. Ich werde mich jetzt um deine Schwester Emma kümmern. Oh. Och nö, Mama, ich versuche mal, Emma mit dem Ball da abzuwerfen, ja, und dann kommt sie vielleicht durch den Korb durch. Achtung! Emma, das brauchst du nicht, ich versuche jetzt schon hier durchzukommen, Achtung! Ach, du liebes bisschen, Emma, was ist denn jetzt da schon wieder los? Soll ich die Feuerwehr rufen oder kommst du von alleine da runter? Emma, komm jetzt sofort da runter, ich mein's ernst. Oh Mann, gesagt, getan, voll in der Mülltonne gelandet, gibt das auch einen Punkt? Oh, die stopft dich in die Mülltonne noch tiefer rein, bis du nicht mehr rauskommst, du Müllkopf! Emma, lass das bitte. Nachher kommt Emma dann nicht mehr raus. Oh Gott, ihr beiden. Frau Vogel, wissen Sie jetzt, was ich meine? Es ist einfach nur frustrierend. Man weiß überhaupt nicht, wem man den beiden gerecht werden soll. Emma, wenn ich hier rauskomme, dann kommst du in die Mülltonne. Oh Mann, das war sowas von witzig. Aber du stinkst jetzt ganz schön doll nach Müll, ihr. Also, ihr beiden, 3 Regeln. Es wird nicht den Kopf in den Mülleimer gesteckt, nicht in den Basketballkorb und das Bällebad ist für alle. Ich muss jetzt in die Schule zu Julian und Bujan. Also, wirklich.
Vogel, bitte tun Sie mir das nicht an. Sie können mich doch nicht mit den beiden alleine lassen. Bitte können Sie nicht noch bleiben. Brigitte, es tut mir wirklich leid, aber ich habe noch andere Zwillingskinder und die machen auch ihre Probleme. Tut mir leid. Ach, ich kann wirklich mitfühlen, was Brigitte durchmacht, aber ich kann jetzt nicht. Mama, komm, wir reiten jetzt auf Brigitte oder wir surfen auf ihr. Wow, das ist eine coole Welle. So, Herr Chillig, also ich habe die beiden hier hingebracht. Die behaupten doch tatsächlich, ich wäre nicht die schönste Lehrerin. Können Sie das glauben? Nein, ich kann es nicht glauben. Ich kann es auch nicht glauben, dass wieder ein neuer Tag ist und die beiden schon wieder bei mir im Zimmer sind. Julian und Bulian. Klasse. So, jetzt aber klar, Klartext. Wer von euch hat das gesagt? Julian oder Bulian? Wer hat gesagt, ich wäre nicht die Schönste? Also ich glaube, das war Bulian. Nö. Das war Julian. Nein, Bulian. Jetzt ist hier aber Ruhe, Jungs. Ich kann euch sowieso nicht auseinanderhalten. Ich habe in den letzten Tagen schon wieder einige Beschwerden von euch hier ins Büro bekommen. Hm? Was? Wegen uns beiden? Nein, das ist wahrscheinlich wegen Bulian. Der macht in letzter Zeit Probleme. Ich bin ganz ruhig. Herr Chillig, glauben Sie meinem Zwillingsbruder nicht. Julian macht hier den ganzen Ärger. Hm? Und von ihm sind auch die Schmierereien auf dem Jungsklo. Wer hat jetzt was? Ich verstehe das gerade ganz nicht. Und wer ist nochmal Julian und wer ist Bulian? Oh Gott, ich komme da selber schon durcheinander. Hallo Herr Chillig, da bin ich. Ich war ja gestern erst hier. Was liegt heute an? Frau Vogel, endlich sind Sie da. Also meine Frau, Frau Chillig, die hat sich über Julian beschwert, weil er auf einmal so schlecht in Mathe war und normalerweise dachte sie, das wäre dann Bulian und wir kommen jetzt selber durcheinander. Oh nein, das stimmt doch gar nicht. Nein, ich, Julian war im Klassenzimmer und nicht Bulian, also bitte. Ich dachte, du wärst Bulian und nicht Julian. Nein? Also tut mir leid, wir sehen uns gar nicht ähnlich. Wir sind zwar Zwillinge, aber das stimmt einfach nicht. Guck alleine mal schon mal meine Haare, die sind viel, viel schöner, die liegen viel perfekter als bei Bulian. Das stimmt doch gar nicht. Also bitte, Julian ist viel hässlicher als ich. Guckt euch mal dieses Gesicht an. So sehe ich gar nicht aus. Sehen Sie, Frau Vogel, das meine ich. Es wäre echt besser gewesen, wenn Sie einen davon nach Playmobil Country geschickt hätten, weil wir können sie einfach nicht auseinanderhalten, auch wenn sie in zwei unterschiedlichen Klassen sind. Ach, Sie haben Probleme, sie auseinanderzuhalten. Fragen Sie mich mal. Das zu Hause ist es noch schlimmer. Also ich finde das schon etwas beleidigend. Ich sehe nicht aus wie dieser Typ hier neben mir. Und ich ganz bestimmt nicht wie mein Zwillingsbruder. Könnt ihr vergessen, ich bin viel hübscher. So, jetzt ist Ruhe. Du, Julian, du gehst jetzt zu Frau Diva. Nein, zu Frau Chillig. Und du, Bulian, gehst jetzt zu Frau Diva in die 1B. So war das, glaube ich. So, jetzt bitte, raus. Also, Jungs, ihr habt's gehört. Klassenzimmer werden ab jetzt nicht mehr gewechselt. Ja, ist ja gut. Hey, Bulian, gehst du dann zu Frau Chillig? Ich gehe bei Frau Diva in die Klasse. Ja, das machen wir. Dann ist Frau Chillig wieder so verwirrt, weil ich kein Mathe kann. Weil du ja sonst eigentlich Mathe kannst. Es tut mir leid, Herr Chillig. Ich bin ein bisschen kurz angebunden. Ich muss wieder nach Hause. Die Pflicht ruft. Oh, bitte, Frau Vogel, tun Sie mir das sicher an. Können Sie noch ein bisschen hierbleiben? Nur ein bisschen. Oh Gott, diese Zwillinge machen mir nur Ärger. Es tut mir wirklich leid. Julian und Bojan, ihr habt's gehört. Bitte artig sein. Ich warne euch. Ja, ist ja gut. Und warum nennst du mich Julian? Ich bin Bulian. Oh, das wird ein Horrorschuljahr mit den beiden. Puh, ich bin schon ganz schön außer Atem. Also bei Julian und Bulian, da sieht's nicht besser aus als bei Emma und Temma. Oh, endlich zu Hause. Dann kann ich ja schon mal anfangen, das Mittagessen zu kochen. Puh. Hanna, was machst du denn hier? Hallo Frau Vogel. Ja, also die Hanna, die hat mich eingeladen und deswegen gucken wir gerade ein bisschen Fernsehen. Ja, Mama, ist doch kein Problem, oder? Kein Problem, eigentlich schon, Hanna. Normalerweise musst du ja sowas ankündigen und Jungsbesuch, naja. Mama, das hast du mir gar nicht gesagt. Das hast du vielleicht Hanna gesagt, aber doch nicht mir. Oh, jetzt komme ich schon wieder selbst durcheinander. Es kann sein, dass ich das wirklich Hanna gesagt habe. Tut mir leid, Hanna. Oh, ich muss erstmal wirklich einen klaren Kopf bekommen. Ich werde mal in Ruhe kochen. Hallo Frau Vogel, wie geht's Ihnen denn? Ich wollte mir nur ein Wasser holen. Dave, was machst du denn hier? Ich dachte, Philipp ist bei Hanna. Nein, Mama, der ist bei mir. Also, Hanna ist mit Philipp und ich bin mit Dave verabredet. Aber ich hab dir doch Jungsverbot gegeben. Ja, dir, Hanna. Nein, Mama, das stimmt nicht. Du hast Hanna dieses Verbot gegeben. Nein, Mama, glaub ihr kein Wort. Sie hat das Verbot. Nein, sie. Hey, psst, Philipp, sag mal, kannst du die beiden auseinanderhalten? Ich dachte, ich habe mich heute mit Hanna getroffen und dann auf einmal wieder nicht. Dave, frag erst gar nicht. Ich hab's einfach schon akzeptiert. Ich kann's auch nicht mehr auseinanderhalten. Hanna, gib es jetzt endlich zu. Sie hat dir das gesagt. Das ist absolut nicht wahr, Hanna. Mama, warum kannst du uns nicht auseinanderhalten? Du musst doch wissen, wem du das gesagt hast. Oh, ich hab keine Ahnung. Wirklich, Mädels, ich weiß es nicht, wem ich das gesagt hab. Mein Kopf ist nur noch am Rauchen. Martin, kannst du mir bitte mal helfen? Ich bin nicht Martin. Das weißt du, oder? Ich bin der Fatin, also der Bruder von deinem Martin. Martin, kommst du mal? Deine Frau ruft dich. Oh, ja, Schatz, was ist denn? Oh Gott, ich habe das Gefühl, ich sehe wirklich doppelt. Überall sind nur Zwillinge. Ich kriege hier wirklich zu viel. Das ist einfach nur der reinste Albtraum, wirklich. Guten Morgen, meine Kleine. Na, bist du schon wach? Aufstehen. Wie, was? Muss ich schon aufstehen? Aber Mama, warum klingst du denn so komisch? Ist irgendwas? Was hast du denn da an?
Ach, meine Kleine, also ich habe so einen dicken Schal um und meine Stimme klingt ein bisschen anders. Ich bin heiser. Uiui, Mama, aber nicht, dass du da auch noch richtig krank wirst. Da hilft nur eins, ein schön heißer Kakao, ja. Oh, schöner heißer Kakao. Oh, das ist das Letzte, was ich trinken würde. Wer trinkt denn sowas? Oh, ein Skateboard. Wenn das keiner nimmt, dann nehme ich das. Und zack, da bin ich gleich umso schneller. Hä, was? Träum ich? Ist Mama gerade Skateboard gefahren? Ach Quatsch, das würdet ihr doch niemals machen. Oh, ich muss erstmal richtig wach werden. Ich glaube, das habe ich noch geträumt. Oh. Na gut, dann will ich doch mal ein herrliches Frühstück zubereiten. Wie, was? War die Toilette schon immer so hoch? Oh Mann, ich glaube, ich bin über Nacht geschrumpft. Emma, was machst du da? Ich glaube, du hast dich ein bisschen vertan. Wie, was vertan? Wonach sieht das denn aus? Ich versuche hier gerade auf Toilette zu gehen. Och, Emma, schläfst du etwa noch? Mach doch mal die Augen auf. Das ist das Waschbecken. Was? Ach, herrje, stimmt. Aber die Toilette war... Hier ist die Toilette. Die war doch immer hier. Aber irgendwie ist alles heute falsch rum. Oh, fast wäre das schiefgegangen. Anna, gut, dass du mir das gesagt hast, aber wieso ist das so? Das war immer andersrum. Also, ich weiß auch nicht genau, warum das so ist. Das hat Mama heute Morgen ganz früh schon gemacht und hat irgendwas von Ski oder so gesagt. Skilaufen? Oh Mann, Emma, sag mal, denkst du, ich bin blöd oder so? Ich weiß ganz genau, dass du mein Skateboard genommen hast. Das habe ich nicht. Auf gar keinen Fall. Das wüsste ich besser. Und wenn, hätte ich es dir vielleicht auch gesagt. Ich weiß, wer das war. Das war Mama. Was? Wie willst du denn hier veräppeln? Mama und mein Skateboard? Niemals. Sie würde das so niemals nehmen. Mm-mm. Achtung, Achtung. Macht mal Platz, Kinder. Hier kommt der Frühstücksexpress. Was soll ich da? Der Frühstücksexpress? Also hier. Ich würde gern ein Ticket kaufen. Also ich habe mächtig Hunger. Das ist aber nicht für dich, mein Kleiner. Was? Wieso denn nicht? Das ist für euren lieben Kleiner. Vater. Wie, was? Wir kriegen kein Frühstück? Das finde ich ja äußerst seltsam. Oder wie, kriegt jetzt Papa das Frühstück ans Bett? Hm, ich finde das auch total komisch. Normalerweise essen wir alle immer zusammen, unten gemeinsam. Frühstück ans Bett, das hatten wir doch noch nie. Schatz, womit habe ich das denn verdient? Oh, ich habe doch nicht unseren Hochzeitstag vergessen, oder? Herzlichen Glückwunsch. Hochzeitstag? Dann herzlichen Glückwunsch. Naja, ich dachte, ich mach mal Frühstück. Gute Idee, oder? Ach so, ich hab den Trick verstanden vom Papa. Natürlich, einfach im Bett bleiben, da bekommt man Frühstück. Na, dann geht's wieder ab ins Bett. Claudia, aber irgendwas ist doch, also, deine Stimme, bist du heiser oder so? Dieser Schal, das haben wir ja noch nie gesehen. Ja, Schatz, ich bin heute mit einem richtigen Kratzen im Hals aufgewacht und deswegen klingt meine Stimme so anders. Du kannst jetzt ruhig frühstücken und trink den Kaffee ruhig ganz leer. Hallo, hey, ich bin wieder im Bett, ich warte hier. Wo bleibt denn der Frühstücksexpress? Hallo, kann er mal ein bisschen schneller kommen? Julian, ich glaube, da kannst du lange warten. Das hat Mama nur für Papa gemacht. Ich gehe jetzt alleine runter und mach mir da was. Ich sehe das ganz genauso. Man muss hier alles wirklich selber machen im Hause Vogel. Hey, also ich will auch noch was. Auf jeden Fall, also macht nicht die Cornflakes hier alle leer und so. Was ist das denn? Hä? Was ist denn hier passiert? Wo sind denn unsere Küchenmöbel hin? Stattdessen ist hier so ein Teppich was und Kissen. Was machen die ganzen Sachen hier? Wow, also ziemlich abgefahren. Also ich find's cool. Okay, ich wäre dann soweit. Oh, ich liege hier auch. Ach so, jetzt verstehe ich. Hier auch in der Küche liegen und essen. Ach so. Komm ja nicht auf die Idee, dass ich dich jetzt hier füttern würde oder so. Oh, kannst doch. Du total knicken. Ach Kinder, was macht ihr denn hier? Ihr solltet doch gar nicht hier sein. Ja, was soll das denn jetzt heißen? Also, wir wohnen doch hier, oder nicht? Ja. Und was soll dieser Teppich hier eigentlich? Und ich hab Hunger. Können wir jetzt frühstücken? Mama, ist ja schön und gut, aber auf dem Boden essen, ist das nicht ein bisschen unbequem? Nein, bleib hier stehen. Keiner rührt sich von der Stelle. Ich komm gleich wieder. Moment. Bevor ihr auf den Essensteppich geht, müsst ihr noch ein bisschen von diesem wunderschönen duftenden Duftöl bekommen. Jeder bekommt ein paar Tropfen auf den Kopf. Ist das Knoblauch mit Stinktier? Oh, eigentlich wollte ich mir nur eine Tasse Kaffee holen, aber was ist das denn für ein Geruch, der da aus der Küche kommt? Oh Gott. Also, wenn du die Küche betreten willst, muss ich dich erst mit diesem Duftöl einschmieren. Also, ich habe keine Ahnung, was mit Mama los ist, aber ich meine das mit diesem Ski und der Toilette und jetzt dieser Teppich hier und ach, dieses Zeug, das stinkt total. Ich glaube, das geht nie wieder von mir ab. Warte, lass mal riechen. Ja, das riecht nach Zoo. Du riechst genauso. Oh nein, oh, das gibt's doch nicht. Jetzt, wenn ich jetzt immer danach riechen werde, dann kommt nie wieder jemand in meine Nähe und dann kann ich auch keine Hausaufgaben mehr abschreiben. Oh, mein Leben ist vorbei. Martin, jetzt bleib doch mal stehen. Also, das gehört zur Entspannung dazu und ich möchte, dass hier ein gutes Klima herrscht. Bloß weg mit dir. Nee, ich möchte das nicht haben. Claudia, was ist denn los mit dir? Seit wann bist du so eine Esoterikerin und irgendwie Yoga und alles? Was ist mit dir los? Ist sie krank oder so? Also ich weiß ja nicht. Also bei der Tüdelitis war sie auch etwas komisch drauf, aber ich bin auch kein Experte. Na gut, ich nehme das zurück. Ich finde das mit dem Teppich doch ziemlich gemütlich und mit dem Kissen. Aber Mama, können wir jetzt endlich mal was frühstücken? Naja, ich könnte mich auch glatt dran gewöhnen, aber naja, ich muss hier liegen und ihr müsst mich füttern.
Also, nein, heute gibt's kein Frühstück, heute gibt's kein Essen, es ist ein Fastentag, also zumindest für uns. Euer Vater, der darf sich oben ausruhen und auch was essen. Hallöchen, hallo, Ding Dong, der Opa ist da. Kann man jemand aufmachen, bitte? Oh nein, wer ist denn dieser Mann da vor der Tür? Was spielen wir denn jetzt? Ich sehe was du nicht siehst. Mama, das ist Opa, das ist dein Papa. Ach, herrje, ich muss schleunigst weg. Kinder, macht ihr das mal. Na gut, ich kann es wirklich nachvollziehen, dass man die Eltern nicht immer sehen möchte, aber dass jetzt Mama einfach vor Opa abhaut, das habe ich noch nie gesehen. Na gut, dann gehe ich halt zur Tür. Opa, warte kurz, ich komme. Hallöchen, meine Kinder. Na, alles in Ordnung bei euch? Sag mal, wer war denn die Frau da eben, die abgehauen ist? Eure Babysitterin, die braucht sich doch nicht schämen. Und irgendwas passt doch mit eurer Küche nicht. Hier fehlen doch die ganzen Geräte. Macht ihr jetzt etwa Gymnastik oder wie? Oh, Opa, du bist mir jetzt einer. Das geht gerade gar nicht. Ich habe richtig schlechte Laune. Ich habe Hunger, weil Mama will uns hier nichts zu essen geben. Aber ich dachte, euer Vater will sich heute um euch kümmern und kein Essen? Wieso? Gibt's eine Strafe? Ich weiß auch nicht, was mit Mama los ist. Ich meine, oben im Badezimmer hat sie auch irgendwie was umgebaut. Und ich habe auch gesehen, dass sie Skateboard gefahren ist. Das ist doch total seltsam. Ja, Opa. Und sie verhält sich total komisch. Riechst du das? Die hat uns mit so ekligem Zeug eingeschmiert. Wartet mal. Nein, nein, nein. Eure Mutter hat mich doch gerade vom Café hier hingeschickt. Ich sollte ihr ein paar Unterlagen und so besorgen. Also, das kann gar nicht sein. Moment. Opa, also, wenn Mama im Café ist, wer ist denn diese Frau? Ah ja, jetzt endlich schläft der Vater, wie ein kleines Baby. Dann haben wohl meine Baldrian-Tropfen im Café doch Wunder gewirkt. Claudia? Ja. Sehr gut, die Kinder sind unten mit Opa beschäftigt und ich kann mich jetzt endlich an den Safe ranmachen. Kinder, alle hinter mir her, wir müssen jetzt gucken, wer diese Frau da ist. Ja, Mama, was machst du denn da? Lass sofort mein Geld fallen. Ach du Schreck, ich bin nicht eure Mutter, auch wenn ihr mich dafür gehalten habt, nein. Das Geld, eine Betrügerin! Ab durchs Fenster, ich werde hier einfach runterklettern. Und tschüss! Oh nein, die Frau, die aussah wie Mama, die ist jetzt einfach aus dem Fenster geklettert. Und wie hat die das eigentlich gemacht, dass sie so aussah wie Mama? Oh nein, schlechte Neuigkeiten, der Tresor ist hier leer. Oh, keine Geschenke zu Weihnachten, glaube ich. Papa, wie kannst du einfach hier liegen? Wir wurden ausgeraubt. Hey, klopf, klopf, ist jemand zu Hause? Emma, war das gerade eine Backpfeife oder was ist denn los? Ups, ja, wollte ich schon immer mal machen. Papa, du hast ein Tier, das alles verpasst. Wir wurden ausgeraubt. Martin, es war doch abgesprochen, dass du heute auf die Kinder aufpasst und du hattest das doch mit Claudia abgesprochen. Ich meine, hattest du dich nicht gewundert, dass sie dann auf einmal zu Hause war? Aber Claudia war doch hier. Also sie hat mir doch hier Frühstück ans Bett gebracht und so. Oder habe ich das geträumt? Papa, du verstehst auch gar nichts. Das war nicht Mama. Das war ganz komisch. Das hast du doch auch gemerkt mit diesem ekligen Zeug und was so gestunken hat. Und das Badezimmer ist umgeräumt. Also Papa, ganz ehrlich, wenigstens du hättest merken müssen, dass es nicht die richtige Mama war. Und ich war so glücklich, dass ich am Bett hier mein Frühstück bekomme. Aber nein, oh mein Herz. Na gut, die Diebin ist jetzt über alle Berge. Das Geld ist weg und ich muss schon sagen, Martin, du hast die Pflichten deines Vaters doch sehr vernachlässigt heute. Ja, ja. Ist das jetzt wirklich euer Ernst? Ach, ich glaube, ich habe alles total verschlafen. Ich glaube, vielleicht war was im Kaffee drin oder so. Eins finde ich ein bisschen komisch, Emma. Du hast gerade eben gesagt, Finger weg von meinem Geld. War das dein Geld bei uns im Tresor? Warum hast du so viel Geld? Ja, das war auch kein richtiges Geld. Das war mein Spielgeld. Papa hat gesagt, ich darf das da reintun, weil wir keine Verwendung haben für den Tresor. Und da habe ich einfach mein Spielgeld gelagert, ja. Oh, ja, Gott sei Dank. Es stimmt. Ich erinnere mich. Ja, ja. Oh, jetzt ist sie mit Spielgeld abgehauen. Klasse. Na, das sieht mir doch wirklich nach dieser Esoterik-Betrügerin aus. Fast in jedem Haus, wo sie war, hat sie so einen komischen Teppich und diese Kissen hinterlassen. Ihr müsst sie unbedingt fassen. Ja, sie ist total verrückt, die Frau. Aber so richtig. Also, sie wird schon hier überall in Playmobil City gesucht. Das ist echt eine Verkleidungskünstlerin. Die nimmt alle möglichen Identitäten an. Ja, das haben wir auch gemerkt. Die sah haargenau aus wie unsere Mama, außer mit dem Schalen. Dann hat sie gesagt, sie hätte eine andere Stimme, weil sie heiser ist. Sie hat mein Spielgeld geklaut. Ach ja, das Spielgeld also. Das könnte seltsam werden, wenn sie damit bezahlen will. Vielleicht kriegen wir sie so. Das ist ja dann Falschgeld. Was ist denn hier los? Was macht denn die Polizei hier bei uns? Und außerdem, warum waren unsere Küchenmöbel vor der Garage? Mama! Endlich bist du da! Ja! Ach, Claudia! Du glaubst gar nicht, was passiert ist! Also, es war eine Betrügerin hier, die ihre Identität angenommen hat, Frau Claudia Vogel. Sind Sie die richtige Claudia Vogel? Bitte was? Ich kann nicht ganz folgen. Ja, ich bin die richtige Claudia Vogel. Ich wohne hier. Das sind meine Kinder, mein Mann und mein Vater. Oh, Mama, endlich bist du wieder da. Papa als Babysitter ist einfach nur der Horror pur. Der kümmert sich gar nicht um uns. Martin, ich meine, was ist hier vorgefallen, als ich weg war? Ich habe nur eine Schicht im Café angetreten, habe Opa vorbeigeschickt, damit er mir Unterlagen holt. Und jetzt sowas? Was ist passiert? Oh, und ich wollte mich gerade dran gewöhnen. Ich meine, Frühstück im Bett. Ja gut, okay, der Kaffee, der war vielleicht ein bisschen zu stark. Du hast gut reden, Papa. Du hast wenigstens Frühstück bekommen. Ich habe immer noch total Hunger. Ich könnte einen ganzen Bären verdrücken.
Hab ich schön geschlafen. Obwohl draußen Schnee liegt, ich guck mal nach. Also, ich sehe da draußen nichts. Alles geschmolzen. Schade. Guten Morgen, ihr. Na, du Giraffi? Giraffi? Aber ich hab doch normalerweise gar keine Giraffe. Wo sind meine Puppen? Mama, wo sind meine Puppen? Boah, Emma, nerv nicht. Ich spiele hier gerade mit meinem Auto. Muss das sein? Seit Jahren geht das schon so. Hä? Julian, wie siehst du denn aus? Was soll das denn heißen? Sind das nicht die Klamotten vom großen Julian? Emma, was für ein Problem hast du schon wieder? Ich sehe aus wie immer. Also, du bist schon wieder voll komisch drauf. Aber du bist doch schon erwachsen und spielst doch mit Spielzeugautos. Du bist doch bestimmt schon 50. 50? Als ob ich so alt werde ich doch bestimmt niemals. Ich bin gerade mal 23. Hallo? Julian ist 23. Mama! Was ist denn, mein Schatz? Warum schreist du denn hier so rum? Mama, wo sind denn meine Puppen? Und was hast du mit deinen Haaren gemacht? Ist das eine Perücke? Der Morgen ist ganz komisch. Mama, kannst du mir einen Kakao machen? Kakao? Sowas haben wir hier nicht. Du kannst gerne einen Früchtetee trinken. Kein Kakao? Was ist hier nur los? Ich werde mal Hannah fragen. Vielleicht weiß die, was hier nicht stimmt. Julian ist erwachsen, Mama hat lange Haare, meine Puppen sind weg. Hannah, kannst du mir mal bitte sagen, wo meine Klamotten sind? Hast du die irgendwo versteckt oder so? Oder stecken die noch in der Wäsche? Oh, Dave, ich habe gerade echt keine Zeit. Ich habe so viel für die Uni zu tun. Morgen ist Abgabe. Hannah, du hast aber gesagt, dass du dich diese Woche um die Wäsche kümmerst. Soll ich jetzt die ganze Zeit ohne... Soll ich hier so rumlaufen die ganze Zeit? Ich wette, deine Mutter schimpft wieder. Oh, Dave, ich habe echt so viel zu tun. Wenn ich das jetzt nicht schaffe, wenn ich da durchfalle, dann muss ich das Semester wiederholen. Kümmer dich selber um deine Klamotten. Boah, ganz ehrlich, deswegen will ich eine eigene Wohnung haben. Genau deswegen. Oh, Dave, ich hätte auch gerne eine eigene Wohnung, aber ich kann es mir momentan echt nicht leisten mit dem Studium. Hanna! Wer ist der denn? Oh, Emma, du jetzt auch noch. Was willst du? Du kennst doch Dave. Hi, Emma. Oh, ich dachte schon, das wäre Emily, aber nö, ist Emma. Oh, das gibt's doch nicht. Jetzt wohnt Dave hier auch noch. Hanna ist auch groß. Was ist hier nun los? Und wo ist eigentlich Papa? Papa! Emmerlein, ganz ruhig, alles gut, ich bin doch hier. Was ist denn? Oh, zum Glück, Papa, du siehst ja noch ganz normal aus, bin ich froh. Komm mal her, Prinzessin, wie soll ich denn aussehen? Ich sehe aus wie immer. Papa, das ist alles ganz furchtbar. Julian spielt mit Spielzeugautos, Dave hat nichts an, Mama hat lange Haare, ich verstehe das alles nicht. Es gibt keinen Kakao. Ach, Emma, beruhig dich doch, es ist alles in Ordnung, alles wie immer, ganz ruhig. Aber wenigstens bist du doch der Schatz. Alte. Ach, schau mal an. Noch eine Prinzessin. Na, Emily? Hey, Papa! Was? Emily, wer bist du denn? Du siehst ja aus wie ich. Zieh das sofort aus. Was ist denn los, Emma? Natürlich sehe ich aus wie du. Wir sind doch eineige Zwillinge. Was? Ich habe eine Zwillingsschwester? Oh! Mir wird das alles zu viel. Viel zu viel. Ich will, dass es alles vorbei ist. Ich will, dass Julian nicht groß ist. Ich will, dass Hannah nicht erwachsen ist. Ich will, dass Mama kurze Haare hat. Und ich will auch keine Schwester haben, keine Kleine. Oder gleich alt, ist mir egal. Emma, Emily, macht ihr euch fertig? Ich bin schon fertig, Mama, ich warte hier. Wo steckt denn deine Schwester Emma? Emma, was machst du denn da? Komm da raus aus der Ecke. Wieso? Warum hat sie einen Rucksack auf? Fahren wir irgendwo hin? Das könnte man so sagen. Hier, nimm du deinen Rucksack auch. Aber Mama, wohin geht's denn? Na, in die Schule, Emma, wo denn sonst hin? In die Schule? Auf gar keinen Fall! Ich gehe nicht in die Schule! Ich gehe nicht in die Schule! Niemals! Nein, nicht in die Schule! Ich bin doch viel zu klein! Ah, nicht in die Schule! Ich will nicht in die Schule! Emma, ist alles in Ordnung bei dir? Mama, da bist du ja! Und du hast auch wieder deine normalen Haare! Und ihr seid auch wieder da! Oh, bin ich froh! Mama, ich glaube, ich habe einen ganz schlimmen Traum gehabt! Du hattest lange Haare! Oh, das war ein Albtraum! Emmerlein, ist ja gut! Ich hatte lange Haare, das muss ja wirklich ein furchtbarer Albtraum gewesen sein. Du, Hanna, wir wollten jetzt eigentlich los zum Einkaufen. Möchtest du mitkommen oder sollen wir dir was mitbringen? Nee, Mama, ich bin gerade mitten in den Mathehausaufgaben. Ich muss mich konzentrieren. Okay, dann will ich dich auch gar nicht stören. Es ist auch keiner außer uns dann zu Hause. Also du hast wirklich deine Ruhe für deine Hausaufgaben. Oh, Mama, wo bleibst du denn? Wir müssen doch los. Der Laden macht doch gleich zu. Ich brauche doch noch meine neue Puppe. Oh, ich bin richtig aufgeregt. Ich habe schon manche Puppen im Internet gesehen. Und ich weiß auch nicht, welche ich nehme. Ob sie da überhaupt gibt, Barbie oder Babyborn. Und was ist überhaupt mit der Lokomotive? Die müssen wir auch noch holen. Emma, wir schaffen das schon noch rechtzeitig. Ich habe dir versprochen, du kriegst heute eine neue Puppe für 20 €. Also, du darfst dir eine aussuchen. Das machen wir so.
Also wir können jetzt sofort los. Ich habe das Geld, Tüte habe ich. Oh, und jetzt klingelt auch noch das Telefon. Einen Moment, ich muss da kurz rangehen, Emma. Claudia Vogel, hallo? Ach, Stefan, du bist's. Ja, wie ist es? Mama, jetzt beeil dich doch endlich. Kannst du nicht einfach Schluss machen und du am Telefon auflegen? Wir haben keine Zeit. Was, jetzt schon? Aber die sollten doch erst in 2 Wochen kommen. Die Zwillinge sind jetzt schon da. Natürlich kommen wir vorbei. Oh, süß, ich freue mich. Wir kommen vorbei. Oh, was soll das denn jetzt heißen? Wir kommen vorbei, aber wohl erst nach dem Spielzeugladen, nachdem ich meine Puppe bekommen habe, oder? Ach, Emmalein, das tut mir jetzt leid, aber vielleicht können wir das mit der Puppe morgen machen, oder in den nächsten Tagen. Onkel Stefan, ist Papa geworden. Die haben Zwillinge bekommen. Ist das nicht toll? Oh, das darf doch wohl nicht wahr sein. Ich finde es gar nicht toll. Ich mag die jetzt schon nicht, diese Zwillinge. Ich würde es viel toller finden, wenn ich Zwillingspuppen hätte, Mama. Hanna, ich bin's nochmal. Hanna. Oh, Mama, hattest du mir nicht versprochen, nicht zu nerven? Ich muss meine Mathehausaufgaben noch machen. Ach ja, ich weiß, aber Onkel Stefan, die Zwillinge sind jetzt da und ich dachte, vielleicht willst du ja mitkommen ins Krankenhaus, hm? Eine kleine Ausnahme, eine Abwechslung von den Hausaufgaben. Oh, was, die Babys sind da, Zwillinge? Ich komme sofort mit, ich unterbreche meine Hausaufgaben, kann ich ja später noch weitermachen. Stopp, wie kann ich ins Krankenhaus? Das ist viel zu gefährlich für mich. Und ich glaube, mir wird's viel besser gefallen und ist auch sicherer im Spielzeugladen. Ach, Emma, ich weiß, das gefällt dir jetzt nicht. Wir wollten ja deine Puppe eigentlich holen, aber da ist jetzt eine Kleinigkeit dazwischen gekommen. Vielleicht schaffen wir es ja noch nach dem Krankenhaus, die Puppe zu holen, hm? Oh, ja, wer es glaubt, wird selig. Das schaffen wir nie im Leben. Der macht doch gleich zu. Oh, ich kann diese Zwillinge jetzt schon nicht ausstehen. Die gehen mir total auf die Nerven. Mann. Hallo, Onkel Stefan. Hanna, nicht so laut. Das sind neugeborene Babys. Wir müssen ganz leise sein. Die sind bestimmt total erschöpft. Also okay. Ganz ruhig sein. Ja, ganz leise sein. Meinst du einfach so? Hey Stefan, wir sind jetzt hier. Also ich habe Emma und Hanna mitgebracht. Oh Claudia, schön, dass ihr da seid. Oh Claudia, kannst du es glauben? Ich bin wieder Vater geworden. Vater von Zwillingen. Ist das nicht toll? Herzlichen Glückwunsch. Ach, Manuela ist total erschöpft. Die ist gerade noch am Schlafen. Ach, das glaube ich. So eine Geburt ist auch ganz schön anstrengend, aber Stefan, wo stecken denn die beiden kleinen Racker? Die möchte ich ja gerne sehen. Oh, Mama, hier sind die doch. Guck mal, die sind, glaube ich, noch am Schlafen. Onkel Stefan, darf ich mal gucken? Ja, Hanna, aber vorsichtig. Das sind Kai und Kevin, meine beiden Söhne. Aber psst, die sind noch am Schlafen. Oh Mann, die sehen sowas von süß aus. Mama, war ich früher auch so süß? Ja, Hanna, du warst vor allem auch mal so klein. Aha, früher habt ihr auch gesagt, dass ich süß bin und dann irgendwann nicht mehr. Wann habt ihr das letzte Mal gesagt, dass ich süß bin? Gar nicht. Ach Emma, das stimmt jetzt aber nicht. Schau dir doch mal die Zwillinge an. Wenn die größer sind, können die bestimmt mit dir spielen. Guck doch mal. Oh, ich will mir jetzt nicht diese blöden Kinder angucken. Ich will endlich meine Puppe haben. Oh Papa, ich verstehe das nicht. Warum sind wir jetzt hier im Krankenhaus? Ich habe mich doch gar nicht verletzt. Oh, extra dafür muss ich jetzt vom Spielplatz weg und Julius, der wollte... Ach Mann. Oh, Julia, beruhig dich doch bitte. Deine Mutter hatte mich angerufen und ich sollte dich abholen. Ich habe eine Überraschung für dich. Der wird denken, das sind seine Geschwister, so wie ich den wieder kenne. Also ich verstehe das immer noch nicht, Papa, was ich hier im Krankenhaus soll. Warum ist denn Mama hier und Emma und Hanna? Das verstehe ich alles nicht. Julian, schau mal, die Zwillinge sind da. Julian, sind die nicht süß? Das sind Kai und Kevin. Kai und Kevin? Mit denen will ich niemals spielen. Es sei denn, die bringen mir eine Puppe mit. Zwillinge? Wie jetzt? Wie geht das denn? Aber Mama, du warst doch... Sind das meine Brüder? Julian, oh Mama, warum hat mir denn keiner was gesagt? Deine Brüder? Oh Mann, nein. Guck mal, der sieht mir auch voll ähnlich. Oh, du bist aber süß. Du darfst mit allem spielen, was mir gehört. Du bist ja jetzt mein Bruder und du bist zum Glück nicht meine Schwester. Oh Mann, endlich mal wieder Jungs bei uns im Haus. Also ich bin Julian, dein großer Bruder und könnt ihr schon reden? Nein, könnt ihr ja noch nicht, stimmt. Aber ist egal, ich bringe euch alles bei, kein Problem. Julian, also mit der Reaktion habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Ich dachte, der wäre schon wieder enttäuscht. Julian, tut mir leid, aber das sind nicht deine Brüder. Das sind die Kinder von Onkel Stefan. Oh nein, Papa, heißt das? Ach toll, das heißt, die Mädels sind immer noch da und ich bin alleine. Klasse, dankeschön für die blöde Überraschung. Hä, was soll das denn heißen? Wir sind ja wohl viel besser als Kevin und Kai. Kannst froh sein, dass du uns hast? Nein. Julian, du hast mich gar nicht zu Wort kommen lassen. Das sind nicht deine Brüder, das sind die Kinder von Onkel Stefan. Ja, habe ich jetzt aber auch gemerkt. Ich hätte auch nicht gedacht, dass du jetzt enttäuscht bist. Ach Julian, komm schon. Wenn du Brüder haben willst, kannst du doch Kai und Kevin immer besuchen. Ihr könnt doch richtige Freunde werden. Oh ja, das ist eine klasse Idee, das ist eine super Idee. Vielleicht können wir das auch so machen, dass wir tauschen. Also Hanna und Emma, die könnten ja zu euch und Kai und Kevin, die könnten ja zu mir. Oder? Gute Idee, ne? Hä, sehr witzig, Julian. Sehr tolle Idee. Obwohl, Hauptsache, ich bin weg von dir. Du nervst. Hey, psst, Emma, meinst du, Kevin könnte in dein Zimmer oder der Kai? Was? Wäre doch kein Problem, oder?
Hallo zusammen, wie sieht's denn hier aus? Wie geht's denn den Zwillingen? Ja, ganz gut, glaube ich. Ich hätte mal da eine Frage. Sind hier irgendwo noch Zwillinge frei, die wir mitnehmen könnten? So zum Mitnehmen? So wie Zwillinge to go. Haben Sie da was? Bitte, wie stellst du dir das denn vor? Julian, wir sind hier doch nicht bei einem Schnellimbiss. Das klären wir vielleicht bei einem anderen Mal. Ach, okay. Zwillinge to go. Hey, Sarah. Du, diese Ashley, ne? Die ist eigentlich ziemlich nett. Also ich verstehe mich ziemlich gut. Ich finde die gar nicht nett. Die ist irgendwie so brutal. Nein, die macht immer nur Späße, aber irgendwie, ja, ein bisschen übertreibt sie in letzter Zeit. Also ich finde die viel zu krass. Ich bin auch mal gespannt, was passiert, wenn Mia zurückkommt. Oh ja, das kann was werden mit diesem Händchen halten. Aber ich wollte gar keine Händchen halten. Das hat Ashley gemacht. Und was macht die jetzt schon wieder? Oh Mann, oh Mann. Oh, Ashley, wir haben jetzt keine Lust. Oh, du ziehst uns die ganze Zeit die Hose runter. Darauf haben wir gar keine Lust. Das finden wir nicht mehr witzig. Ha, ich mach doch nur einen Spaß. Ihr seid doch Weicheier. Oh Mann, oh Mann. Das ist mir echt zu viel. Naja. Ich muss nur kurz auf Klo. Wir sehen uns dann so in 15 Minuten. Oder noch besser. Ich hatte gestern viel gegessen. In einer halben Stunde. Oh Mann, war ja klar. Julian mal wieder. Das könnte ich denn jetzt... Sollen wir gleich in die Turnhalle? Ich weiß nicht. Oh, ich habe Bauchschmerzen. Oh, das wird hier noch ganz, ganz lange dauern. Oh, wo kommen denn jetzt auf einmal die Bauchschmerzen her? Ob das wohl die richtige Kita ist? Also sieht zumindest so aus und hier sind ja auch ganz viele Kinder. Ach, hey Julian, da bist du ja wieder. Ging ja doch schneller, war ja doch keine halbe Stunde. Und da ist auch die Turnhalle, genau wie auf den Bildern. Julian, hey, was ist denn? Hier bin ich doch. Oh, Julian, hau doch nicht ab, du Depp. Halt! Hey, was ist denn los? Warum ziehst du mir denn am Pullover? Entschuldigung, ich dachte, du wärst ein Junge, der... Julian, willst du mich reinlegen? Julian, ich bin Robin und ich weiß gar nicht, warum du so brutal bist und mir direkt deinen Pullover ziehst. Tut mir ja leid, dass ich an deinem Pullover gezogen habe, aber du siehst wirklich ganz genau aus wie Julian. Also du könntest sein Zwillingsbruder sein. Wo ist denn ja eigentlich die Erzieherin? Also ich bin neu hier, ich wollte mich hier vorstellen. Hä? Mit wem redet denn Sarah da? Wer ist das denn? Hey Sarah! Hey Sarah, was ist denn hier los? Streitet ihr euch oder so? Wer ist denn dein neuer Freund? Tatsächlich, Julian veräppelt mich nicht. Da ist was ja Julian. Denn? Guck doch mal, Julian. Wohin? Ja, schau doch direkt neben dir. Ja, da ist ein Junge, okay. Was ist denn mit dem? Guck doch, Julian. Ihr seid euch total ähnlich. Ihr könntet Zwillinge sein. Was? Wie bitte? Niemals. So sehe ich doch nicht aus. Guck dir mal seine Haare an und seine Augen. Die haben nicht so einen Glanz wie meine. Und der lacht auch nicht so wie ich. Mein Lächeln sieht nicht aus wie der neben mir. Finde ich auch nicht. Also mein Lächeln ist viel, viel hübscher. Ich verstehe gar nicht, wo ihr die Ähnlichkeit da seht. Oh Mann, doch, natürlich. Ihr könntet Zwillinge sein. Ihr habt die gleichen Haare, das gleiche Gesicht, die gleichen Klamotten sogar. Seid ihr euch wirklich noch nie begegnet? Nein, wir kennen uns nicht und ich möchte jetzt endlich die Erzieherin sehen. Wo ist denn die? Sarah, beruhig dich mal wieder. Also ich finde... Ihr seht euch wirklich total ähnlich. Nein, ich finde gar nicht. Also überhaupt nicht. Und seine Ohren, die sind viel kleiner als meine. Ja, Julian, ist ja klar, dass du das jetzt nicht merkst. Aber ich dachte wirklich gerade, du wärst das, als der kam. Also ich dachte, du wolltest mich veräppeln oder so. Nein, aber Sarah, tut mir leid, aber bist du auf den Kopf gefallen oder so? Wo ist denn hier die Erzieherin? Also ich sehe niemanden. Alles nur Kinder, keine Erwachsenen. Ha, hey Julian, komm mal her, ich will dir was erzählen. Hä, Ashley, redest du mit mir? Ich stehe doch hier ja, vorne. Ja, Julian, hier, komm mal rüber. Der sieht mir doch gar nicht ähnlich. Ashley, hier bin ich. Wow, sehe ich jetzt doppelt? Sehe ich Julian jetzt doppelt? Oh, nein, jetzt nicht zwei von einer Sorte. Julian, hast du deinen Zwillingsbruder eingeladen? Oh ja, Julian, also ist das dein Zwillingsbruder? Ich wusste gar nicht, dass du einen Zwillingsbruder hast. Der ist ja genauso süß wie du. Hä, was ist denn mit euch los? Seid ihr alle auf den Kopf gefallen oder was? Oder habt ihr was Schlechtes gefrühstückt? Der sieht mir doch null ähnlich. Gar nicht, nada, null. Oh Mann, ich weiß auch nicht, was ihr habt. Ich weiß gar nicht, warum ich die ganze Zeit hier verwechselt werde. Ich sehe ganz anders aus. Ich sehe viel besser aus. Was? Das will ich nicht gehört haben. Guck mal, wie deine Haare stehen. Das ist voll komisch. Guck mal in den Spiegel. Nein, und dein Lächeln. Du wirkst gar nicht glücklich. Oh Mann, du wirkst nicht glücklich. Du siehst anders aus als ich. Nein, du. Du bist viel kleiner als ich. Du siehst mir gar nicht ähnlich. Ach Mensch, hey, ihr beiden, auseinander. Ist doch gar nicht schlimm, dass ihr gleich ausseht. Das ist doch cool. Oh ja, das wäre auch nicht schlimm, aber er sieht mir nicht ähnlich. Das ist einfach so. Sarah, ich verstehe euch nicht. Er sieht mir nicht ähnlich. Oh ja, ich finde das auch. Wir sehen uns einfach nicht ähnlich. Jetzt hört endlich alle damit auf und ich suche jetzt hier die Erzieherin. Wo ist die? Hey, Julian 2, bist du auch so cool drauf? Also hast du vielleicht auch eine Freundin oder wollen wir vielleicht auch Freunde sein?
Ja, weiß ich nicht. Ja, vielleicht werden wir mal Freunde, aber ich wollte mich jetzt erstmal hier anmelden. Wo ist denn jetzt die Erzieherin? Oh, das kann doch jetzt nicht sein. Sag mal, Ashley, was soll das denn? Ach Mensch, Julian, beruhig dich doch jetzt mal wieder. Wollen wir ein bisschen in die Turnhalle gehen? Weißt du was, ich muss mir jetzt ein bisschen abreagieren. Ja, ich muss ein bisschen tun besser. Oder irgendwie sowas. Oder haben wir irgendwo einen Ball? Oh Mann, das sieht mir gar nicht ähnlich. Das stört mich jetzt gerade. Weißt du was? Ich sag jetzt Brigitte Bescheid. Die ist oben, die hat sich eben hingelegt. Die meinte, ihr geht's nicht so gut. Ich sag ihr jetzt Bescheid, hier stimmt ja wohl irgendwas nicht. Oh Mann, das war ja wieder klar bei Julian. Dass der wieder so ausflippt. Wenn's nicht so läuft, wie er will. Der wollte sich doch gerade abreagieren und jetzt ist er schon wieder unterwegs. Naja, ich tue jetzt einfach erstmal ein bisschen. Und ich fände das gar nicht so schlimm, wenn wir zwei hätten, die aussehen wie Julian. Wäre doch lustig. Was macht denn der Robin jetzt hier im Bällebad? Da wollte ich eigentlich hin. Na egal, ich gehe jetzt erstmal zu Brigitte, ist egal. Oh hey, Julian, was machst du? Willst du mit reinkommen ins Bällebad? Nein, will ich nicht. Ich will nicht, ich muss jetzt zu Brigitte. Oh Mann, alle denken, dass ich jetzt er bin und er, ich oder umgekehrt. Ich weiß auch nicht, bin jetzt auch schon ganz verwirrt. Oh Mann. Hey du, was machst du da? Ich kann auch turnen. Kann ich mitmachen? Oh, Julian, was ist denn los? Klar kannst du mitmachen, das weißt du doch. Was? Ich bin hier, Sarah, ich bin hier hinten. Das kann doch nicht sein, wie verwechselst du mich immer mit dem? Oh Mann, mir dröhnt echt der Kopf. Ich kann die beiden nicht mehr auseinanderhalten. Ich weiß nicht, wer ist. Wobei, ich muss ehrlich zugeben, also ein bisschen ähnlich siehst du mir schon. Also deine Haare finde ich jetzt gar nicht so doof. Die sind eigentlich schon ziemlich cool. Also das sieht schon cool aus und dein Oberteil auch. Und ich glaube, wir haben das gleiche T-Shirt an. Kann das sein? Ja, also vielleicht sehen wir uns ein bisschen ähnlich. Also ich glaube, du siehst ein bisschen aus wie ich. Also ich finde auf jeden Fall deinen Klamottenstil cool. Der ist so ähnlich wie meiner. Ja, danke. Ja, du siehst ja, du hast ja, glaube ich, den gleichen Kapuzenpulli wie ich an. Und cool. Das ganz ehrlich. Ist nicht so schlimm, oder? Robin, wir könnten eigentlich alle hier veräppeln. Weil vielleicht könntest du dann einen Tag in die Kita kommen und ich den anderen Tag und so tun, als wärst du ich. Und ich würde so tun, als wäre ich du. Und wir würden die Familien tauschen und so. Das habe ich schon mal mit einem Freund gemacht. Ja, das wäre echt lustig. Naja, ich wusste überhaupt nicht, dass die Kita Mondschein so coole Kinder hat. Was? Also habe ich ja echt Glück. Kita Mondschein? Nein. Kita Mondschein ist in Playmobil Country. Wir sind hier Kita Sonnenschein aus Playmobil City. Bist du sicher, dass du richtig hier bist? Bin ich nicht in Playmobil Country? Nein, natürlich nicht. Haben sich meine Eltern vertan? Wie, deine Eltern haben dich hier... Wow. Nee, also wir sind hier in Playmobil City. Playmobil Country ist von hier ja so noch 20 Minuten oder so eine halbe Stunde entfernt. Also da bist du falsch. Hier ist Kita Sonnenschein. Oh, okay, dann haben wir uns wohl vertan. Dann gehe ich mal nach Hause. Ciao, Julian. Und da ist er schon wieder weg. Leb wohl, Robin. Mach's gut. Hey, Robin, ich wollte dir noch was sagen. Also ich finde, du siehst viel besser aus als Julian. Wollte ich eben nicht so vor ihm sagen, aber du bist noch süßer. Ashley, das war ein Eigentor. Ich bin's, Julian. Oh, Mist. Was? Nein. Julius, nein. Mama, warum darf Julius und nicht ich? Was? Du magst Julius mehr als mich? Aber wir sind doch Zwillingsbrüder. Wo bin ich? Was war das denn für ein Albtraum? Oh Mann, diese Sache mit Julius, die geht mir einfach nicht aus dem Kopf. Ich muss dagegen was tun. Hanna, steh doch auf! Hanna, wir müssen Julius finden, du musst mir helfen. Hanna! Oh Mensch, Hanna, was hast du für einen tiefen Schlaf? Steh doch mal auf, Hanna! Na, wenn du nicht aufstehen willst, dann weiß ich mir schon zu helfen. Also, ich werde dein Bett hier wegtragen, ja, und daran rütteln. Dann wirst du schon wach. Oh, was ist los, oh, endlich Julian? Endlich bist du wach. Was machst du da? Ich zieh dir gleich einen Haaren. Oh, nein, bitte nicht. Du kannst mich doch nicht so früh morgens wecken am Wochenende. Ja, ich konnte einfach nicht schlafen. Bist was soll du nervig, ich machen? Julian. Ja, ich werde konnte nicht schlafen, Mensch. Hanna, du musst mitkommen. Du musst jetzt mitkommen. Wir haben noch eine Mission und zwar müssen wir den Julius finden. Das weißt du doch. Aber ich muss eigentlich doch auf Toilette und mir die Zähne putzen. Nein, keine Zeit dafür, keine Zeit dafür. Beeil dich, Hanna. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Aber wir wollen doch wenigstens noch frühstücken. Frühstücken? Nein, kein Frühstück. Wir müssen sofort los. Keine Zeit dafür. Na hallo ihr beiden, guten Morgen. Guten Morgen, Mama. Ich habe extra frische Brötchen geholt. Zum Frühstück heute. Habt ihr schon Hunger? Ja, eigentlich habe ich Hunger. Nein, Mama, wir haben keinen Hunger. Wir müssen jetzt direkt los. Och Mann. Wir sind nur kurz auf dem Spielplatz, Mama. Wir sind in einer Stunde wieder da. Ist gut. Oh, die beiden, die führen irgendwas im Schilde. Ob es schon wieder was mit diesem Zwillingsbruder zu tun hat? Also hier war das letztens, Hanna. Genau hier auf diesem Spielplatz.
Aber hier sind jetzt voll viele Kinder. Ja, gestern war das Wetter nicht so gut und heute sind alle wieder draußen. Ob wir den Julius jetzt wohl finden? Also ich war mit meinem Skateboard unterwegs und dann habe ich den Julius gesehen. Genau hier vorne. Ja, und dann haben wir uns halt ein bisschen unterhalten und dann habe ich die ganzen Sachen rausgefunden. Bist du dir sicher, Julian? Also meinst du, das ist wirklich dein Zwillingsbruder? Wie oft denn noch, Hannah? Wie oft soll ich das noch sagen? Natürlich ist das mein Zwillingsbruder, also ich irre mich doch nie. Ja, nur ein paar Mal. Aber jetzt nicht. Hannah, komm, wir fangen hier vorne an. Wir müssen die Leute befragen. Vielleicht haben die ja Julius gesehen. Habt ihr einen Jungen gesehen? Also rote Haare und blaue Jacke und rot-weiß gestreiftes Oberteil. Er war gestern hier auf dem Spielplatz. Ja, neben dir, da steht doch so ein Junge. Rote Haare, gestreiftes T-Shirt. Bist du blind? Hast du Tomaten auf den Augen? Ah, Mann. Hannah, das sind doch Babys. Die haben keine Ahnung. Das hat schon mal nicht gut funktioniert. Nein, ich frag mal hier vorne weiter. Hey, ihr beiden. Kurze Frage. Was ist los? Was machst du da? Wart ihr gestern hier auch auf dem Spielplatz oder letztens jetzt irgendwann? Na klar. Also habt ihr so einen Jungen gesehen, der genauso aussah wie ich? Der hatte auch sowas Blaues an. Also ich habe einen gesehen, der ist hinten da bei der Kletterwand. Da ja, den habe ich auch schon mal was? Gesehen. Okay. Vorhin hier. Okay, das könnte ja sein. Hannah, hilf mir mal, ich muss hier runter. Wir haben eine heiße Spur. Da an der Kletterwand, da könnte der Julius sein, mein Zwillingsbruder. Ja, du hast recht. Blaue Jacke, rote Haare, das könnte passen. Hey, du da oben. Hey, du da. Julius? Komm mal runter. Hä? Meint er etwa mich? Ja, ich meine dich. Komm doch mal jetzt runter hier. Hä? Oh nein, du bist ja gar nicht Julius. Julius? Nee, ich bin der Johann. Gibt's denn irgendein Problem? Nein, kein Problem. Ich dachte nur, du bist vielleicht, ja, mein Zwillingsbruder. Den suche ich gerade. Dein Zwillingsbruder? Ich hab einen Zwillingsbruder. Warte, ruf ich mal gerade. Hey, Johannes, komm mal. Hier, das ist der Johannes, mein Zwillingsbruder. Hey, na, was geht? Oh Mann, ey, du hast einen Zwillingsbruder. Ey, was ist hier nur los? Ich sehe überall nur Zwillinge jetzt. Hannah, das wird mir jetzt hier echt zu viel oder zu rot. Keine Ahnung, wir müssen jetzt weg. Also ich bin hier vollkommen durcheinander. Johannes, tschüss. Ihr seht wirklich genau gleich aus. Ich kann euch nicht auseinanderhalten. Ciao, mach's gut. Hannah, ich bin total verzweifelt. Ich glaube, die nächsten Tage kann ich auch nicht zu Kita oder so. Also mir geht's einfach nicht gut. Beruhig dich doch einfach erstmal, Julian. Vielleicht habe ich eine gute Idee, aber dafür müssen wir erst wieder nach Hause gehen. Wieso nach Hause? Wir haben keine Zeit zu verlieren. Komm schon. Ach, da seid ihr ja wieder. Hallo. Möchtet ihr jetzt frühstücken? Nein, wir haben keine Zeit. Wir müssen direkt hoch. Ich hätte schon ein bisschen Hunger. Oh. Komm, Julian, komm. So, nun zu meinem Plan. Also, wenn du genau weißt, wie Julius aussieht, dann kann ich ihn malen. Ja, natürlich weiß ich ganz genau, wie der aussieht. Ich kann es dir beschreiben. Ja, dann legen wir jetzt los. Okay, lass mich kurz überlegen. Also, er hat genauso rote Haare wie ich, aber ein bisschen länger, nur ein bisschen länger. Der hat auch so ein rot-weiß gestreiftes T-Shirt, darüber eine Jacke, aber kein Kapuzenpulli. Eine schwarze Hose und weiße Schuhe. Ja, so sah der aus. Sehr gut beschrieben, Julian. Du hast es mit der besten Phantomzeichnerin von Playmobil City zu tun. Los geht's. Guck mal, Julian. Sieht er so aus? Wow, ja, genau. Genau so sieht Julius aus. Aber was machen wir jetzt damit? Das kopieren wir jetzt ganz häufig und dann hängen wir das überall auf hier in der Gegend, in Playmobil City. Super Idee. Und wir schreiben noch unsere E-Mail-Adresse drauf. Dann kann er sich bei uns melden. Klasse, so finden wir Julius auf jeden Fall. Hallo, Leute. Ich bin früher von der Schule wieder da. Papa, Julian? Oh, es ist keiner da. Dann habe ich Zeit für mich und kann mich hinsetzen, wo ich will. Und vor allem machen, was ich will. Ich werde erstmal Fernsehen. Heute kann keiner das Fernsehprogramm bestimmen. Das bestimmt heute Hannah Vogel. Oh, naja, und jetzt muss es ausgerechnet an der Tür klingeln. Wer ist das wohl? Ich mache auf keinen Fall irgendjemandem die Tür auf. Also auf keinen Fall fremden Leuten aufmachen. Ich verstecke mich hier hinter der Küchentheke. Oh, das ist Tante Maren. Oh, Hannah, was soll das denn? Ich habe mich doch längst gesehen. Hannah, mach mir die Tür auf. Es ist dringend. Oh, na, klasse. Da muss ich wohl aufmachen. Ich hätte mich noch besser verstecken sollen. Dann könnte ich jetzt in Ruhe Fernsehen und müsste dich mit Familie Schnösel verbringen. Also, Tessa ist in New York bei einem hochbegabten Camp. Und naja, jetzt bin ich hier echt in die Bredouille geraten. In die was? Also, ich habe ja mitbekommen, Tessa war heute nicht in der Schule. Naja, also, es geht um meinen Fashion Store. Ich muss gleich nach Paris fliegen.
liegen. Und ich habe niemanden, der sich um den Store kümmert. Und deswegen wirst du, Hannah Vogel, sofort deine Sachen nehmen und mit mir mitkommen. Ich brauche heute deine Hilfe, also unter Familienmitgliedern. Aber Tante Maren, also ich soll mit dir in deinen Fashion-Store kommen? In den Schnösel-Fashion-Laden? Oh, Hannah, wann habe ich dich schon mal um einen Gefallen gebeten? Jetzt komm bitte. Ist ja gut, also ich komme ja mit, aber ich muss kurz noch Mama und Papa Bescheid sagen. Oh, ich habe nicht ewig Zeit, der Chauffeur muss mich gleich zum Flughafen bringen. Hannah, kommst du jetzt? Ja, Papa, Tante Maren ist da, genau. Ja, ja, also, alles klar, bis nachher dann. Ja, ja, ich komme ja schon, Tante Maren, ja, warte. So, da wären wir, also das Geschäft kennst du ja schon mal, der Schnüssel Fashion Store. Oh, Hannah Vogel, geht's noch langsamer? Du bist so langsam, jetzt komm doch. Oh Mann, ja, ich komme ja schon, Tante Maren. Oh, was ist denn mit der los? Die ist ja total aufgeregt. Und ich meine, so langsam bin ich überhaupt nicht. Oh, und wenn ich jetzt sehe, Schnüssel Fashion, da haben wir nicht so gute Erfahrungen gemacht. Eigentlich wollte ich nicht so gerne in diesem Laden arbeiten. So, los, los, Hannah, ich habe hier ein Outfit für dich. Also in diesem Outfit kannst du nicht bleiben. Mit diesem hübschen Kleid wirst du besser hier in diesen Laden passen. Also zieh dich bitte schnell um. Aber Tante Maren, dann sehe ich ja aus wie Tessa. Und außerdem, ich mag mein Pferdeshirt. Was soll das heißen? Dann siehst du aus wie Tessa. Das ist doch toll, wenn man so aussieht wie Tessa. Und Hannah, jetzt leg mir bitte nicht weiter Steine in den Weg. Los, zieh dich um. Ich habe keine Zeit zu verlieren. Oh ja, mache ich ja schon. Was, dann lasse ich mich hier ein? Warum mache ich das überhaupt alles? Oh Mann, wie ich aussehe. Ich könnte Tessas Schwester sein. Schrecklich. Oh, das hätte ich mir ja denken können. Geht's noch langsamer, Hannah? Oh, da bist du ja. Also, ich muss sagen, so gut sahst du noch nie aus. Naja, danke, danke. Also, ich bin einer anderer Meinung, aber es geht. Also, sieht fast aus wie ein Prinzessinnenkleid oder so. Also, Hannah, hör auf mit dem Gequatsche. Jetzt zeige ich dir die wichtigsten Sachen. Hier ist die Kasse. Wie man die bedient, siehst du jetzt. Hallo, guten Tag. Ach, Kundschaft. Hannah, du weißt, was das bedeutet. Immer freundlich sein. Hallo, hallo, herzlich willkommen im Fashion Store. Tante Maren, also du brauchst mir das nicht alles erklären. Ich verstehe das schon. Ich krieg das schon hin. Keine Sorge. Oh, keine Sorge. Also ich hätte wirklich liebend gern jemand anders hier eingestellt. Aber es hatte keiner Zeit. Und wie gesagt, Tessa ist in New York, ich bin in Paris. Ach, Nils. Und der Rest der Familie ist eigentlich auch unterwegs. So, und jetzt halt mich nicht weiter auf. Hannah, komm mal mit. Oh Mann, ja, ich komme ja schon, ich komme ja schon. Das ist echt anstrengend mit Tante Maren. Ich hoffe, sie ist gleich weg, in Paris oder wo auch immer. Also, Hannah, es ist wichtig, dass du diese Models kennst. Das sind bekannte Models aus Playmobil City. Wenn dich danach jemand fragt, solltest du die Namen parat haben. Oh, Tante Maren, ich habe doch selber bei Playmobil's Next Topmodel Kids mitgemacht. Natürlich kenne ich die. Da unten ist doch Romy. Und die da oben kenne ich natürlich auch. Ach, ja gut. Also, Hannah, ich verlasse mich auf dich und wenn du es gut machst, dann springt auch ein kleines Taschengeld für dich raus. Hm, das ist das erste Vernünftige, was ich von Tante Maren gehört habe. Ciao, Tante Maren. Und ob ich das vernünftig mache? Entschuldigung, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ach, danke, ja. Ich würde mich gerne von dir beraten lassen. Ich möchte zu einer Hochzeit gehen und würde gerne dieses Kleid da tragen. Was hältst du davon? Also, wenn ich ganz ehrlich bin, das geht leider nicht. Das ist doch ein weißes Kleid. Und auf der Hochzeit, da trägt doch immer nur die Braut ein weißes Kleid. Oder heiraten Sie? Nein, nein, ich heirate nicht eine Freundin von mir. Na, dann schauen Sie doch mal. Das wäre doch vielleicht was für Sie. Ein schönes, sommerliches, gelbes Kleid. Das kann man auch super mit dieser Handtasche kombinieren. Und ja, dann haben Sie eben nichts Weißes an, fallen nicht zu sehr auf und sind trotzdem sehr im Trend. Wow, du hast recht. Also, ja gut, ein weißes Kleid, stimmt, das hat wirklich bei einer Hochzeit immer nur die Braut an. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Super Tipp von dir, danke. Und schon verlässt die erste Kundin zufrieden den Laden. Tschüss, kommen Sie gerne bald wieder. Oh, vielen Dank. Also, sonst sind die Verkäuferinnen in diesem Laden immer so schnöselig. Naja, Schnösel Fashion, so heißt ja auch der Laden. Vielen Dank auf jeden Fall. Bis dann. Naja, anscheinend finden nicht nur wir die Familie Schnösel ziemlich schnöselig, sondern die anderen auch. Aber das hat doch gut geklappt. Ich konnte die Frau gut beraten und sie hat das Kleid gekauft und die Handtasche auch. Hallo, hallo, ja, hallo. Und da kommen die nächsten Kunden. Was ist denn mit denen los? Sind das Zwillinge? Ja, das sind Zwillinge, erwachsene Zwillinge. Wie cool ist das denn? Also Monika, alles wie besprochen. Na, meine Kleine, du arbeitest hier? Ja, ganz genau. Also das ist eigentlich der Laden von meiner Tante. Aber ich helfe ihr heute aus, weil die ist, glaube ich, in London? Oder, nee, Paris, glaube ich.
Ach, klasse, also du bist ganz alleine hier im Geschäft. Das ist ja super für unseren Plan. Ich meine natürlich, das ist ja was, also so ein junges Mädchen ganz alleine in einem Laden. Toll, Respekt. Das ist ja wirklich sehr gut. Dann geht unser Plan auf. Ich nehme an, Sie sind Zwillingsschwestern und ich glaube, Ihre Zwillingsschwester da drüben braucht Beratung. Ich werde mal darüber gehen. Nein, also komm mal bitte hier rüber. Ich habe hier mal eine ganz dringende Frage. Ich hätte nicht gedacht, dass wirklich jemand eine Frage zu den Fotos hat, wie Tante Maren eben gesagt hat. Aber naja, anscheinend ist das üblich. Also, so eine Kette, wie man hier auf dem Bild sieht. So eine Goldkette, sehr wertvoll. Haben Sie so etwas hier im Laden? Ja, aber natürlich, wir haben auch Schmuck. Also, ich kann Ihnen gerne etwas holen, wenn Sie was anprobieren möchten. Ach, perfekt, perfekt. Holen Sie alles, was Sie da haben. Also, ich möchte mir alles ansehen, sehr gerne. Also, Tante Maren hat mir nicht nur die Kasse erklärt, sondern mir auch gezeigt, wo der Schmuck ist. Der ist hier unten in einem Fach. So, und dann habe ich Uhren, Ketten, Armbänder. Oh Mann, wir haben echt den Jackpot. Also, dieses Mädchen ist ganz alleine hier im Laden. Und die ist so naiv, die wird nichts merken. Oh, klasse. Ich habe auch schon die ersten Sachen in die Tasche gepackt. Also, wir werden hier heute richtig reich. Ich habe schon einen von diesen wertvollen Hüten. Und auch noch ein paar Haarschleifen. Die sind auch richtig viel wert. Mann, oh Mann, was habe ich denn da gerade gesehen? Ich glaube, die klauen etwas. Das sind Dieben. Oh, Hanna, ich darf mir jetzt nichts anmerken lassen. Einen Moment noch. Ja, Kleiner, hast du jetzt mal langsam den Schmuck geholt? Ich würde mir jetzt gerne mal den Schmuck ansehen. Ha, und dann mitnehmen. Also, ich helfe ja hier nicht so häufig aus. Deswegen kenne ich mich nicht so gut aus. Ich müsste noch einmal hier drüben hingehen. Ich glaube, da ist der Schmuck. Oh, hier drüben sind meine Klamotten und mein Handy. Ich muss auf jeden Fall die Polizei rufen. Da geht irgendwas nicht mit rechten Dingen zu. Hallo, ja, genau, im Schnösel Fashion Store. Ich kann nicht lauter sprechen. Bitte kommen Sie sofort. So, wenn wir jetzt noch den ganzen Schmuck mitnehmen, wir werden wirklich heute so viel Kohle machen. Also, meine Damen, ich habe jetzt den Schmuck gefunden. Ich kann Ihnen gerne ein paar schöne Uhren präsentieren. Also, wir haben eine goldene Uhr, wir haben eine silberne Uhr und eine weiße Uhr. Ah, klasse, ja, gib mir die mal alle her. Ich möchte die alle aufprobieren. Oh, toll, die sind wahrscheinlich, jede ist wahrscheinlich ein paar hundert Euro wert. Oh, super. Naja, jetzt hat ja meine Schwester die ganzen Uhren. Also ich würde auch gerne so ein paar Uhren aufprobieren. Habt ihr nicht noch mehr im Laden? Ja, aber natürlich. Oh Mann, irgendwas muss ich jetzt machen. Hoffentlich kommt die Polizei schnell. Ja, dann hol bitte noch mehr Uhren und am besten auch noch ein paar Ketten und Armbänder und alles, was ihr da habt. Oh, das ist jetzt bestimmt schon 5 Minuten her, dass ich die Polizei gerufen habe. Hoffentlich kommen die bald. So, dann wollen wir mal nach dem Rechten sehen. Hallo, Polizei, bitte einmal die Hände nach oben. Also, was wollen Sie von uns? Wir sind hier einfach nur Kundinnen. Dann werden Sie ja nichts dagegen haben, wenn ich mir einmal Ihre beiden Taschen ansehe. Aha, aha, aha. Nur Kundinnen. Und diese Handtasche und dieser Hut und das Parfum und die Haarschleifen, haben Sie die schon alle bezahlt? Emanuel, jetzt erkenne ich die doch. Das sind doch die diebischen Zwillinge. Die suchen wir doch schon länger hier in Playmobil City. Aha, die diebischen Zwillinge. Sie kommen sofort mit uns auf die Wache. Oh, wir haben doch nichts gemacht. Mann, das hätte ich diesem Mädchen nicht zugetraut. Hat die etwa die Polizei gerufen? Oh, vielen Dank, dass Sie so schnell gekommen sind. Ich hatte echt Angst. Mein Herz hat so doll gepocht. Ach ja, sehr gerne, meine Kleine. Also, das sind die diebischen Zwillinge. Die sind hier echt bekannt in Playmobil City. Und die klauen am liebsten Schmuck, Uhren und Modeaccessoires. Also, keine Ahnung. Aha, die diebischen Zwillinge waren das also. Und ich habe sie entlarvt. Und die haben hier ein ganz schönes Chaos hinterlassen. Ich muss schon sagen, das habe ich echt gut gemacht. Da kam wieder die Detektivin mit mir durch. Und ich glaube, da wäre sogar Tante Maren auf mich stolz. Was meint ihr? Hey Sarah, gib schon ab, los, gib mir den Ball. Ich hab den jetzt aber mal. Oh Mann. Aber Sarah, dir ist schon klar, dass ich hier der beste Basketballspieler bin, oder? Das weißt du eigentlich, deswegen brauche ich auch jetzt den Ball, bitte. Na? Na? Siehst du, direkt ab rein in den Korb gut, damit. Gut, Julian, jetzt bin ich aber mal wieder dran. So, ihr beiden, herzlich willkommen in der Kita Sonnenschein. Das hier ist unser Spielbereich, da haben wir zum Beispiel ein Bällebad. Und das sind unsere Toiletten, Max und Mara. Also wenn ihr mal aufs Klo müsst, dann könnt ihr einfach gehen. Müsst ihr auch nicht Bescheid sagen. Siehst du das da? Sind das zwei neue Kinder? Ich glaube, Brigitte führt die durch die Kita. Oh, okay. Sag bloß, es gibt schon wieder neue hier bei uns. Anscheinend. Ich hoffe, die sind nett. Also ich hoffe mal nicht, dass sie so drauf sind wie der große Julian oder so. Och, hoffentlich nicht. Ach, Julian und Sarah. Ich habe hier zwei neue Kinder. Die schauen sich heute mal die Kita Sonnenschein an. Wollt ihr sie kennenlernen? Ja, okay. Okay. Ich bin Sarah. Und ich bin Julian. Julian Vogel. Hey. Hi. Also, wenn die sich jetzt nicht vorstellen wollen, dann mache ich das. Das sind Max und Mara. Zwillinge sind das. Sag mal, die sind ja mega schüchtern. Oder wollen die nicht mit uns reden? Oh, das wäre jetzt aber fies. Ach, Julian, vielleicht müssen die sich einfach ein bisschen eingewöhnen. Komm, wir spielen.
Hey, Sarah, ich habe eine super Idee. Wollen wir uns nicht vielleicht so eine Bude bauen irgendwie? Ja, gute Idee. Und dann verlangen wir Eintritt, wenn die Leute rein wollen. Vielleicht hier, Julian, dann können wir die Bausteine so davor bauen. Hey, ihr beiden, ich will auf jeden Fall mitspielen. Ja klar, mach mit. Oh, das ist ja perfekt. Fast wie bei Minecraft. Wobei, meine Häuser bei Minecraft sind ja ein bisschen größer. Aber hier kann jetzt keiner mehr rein. So, Max und Mara, jetzt habe ich euch alles gezeigt. Ja. Mhm. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch gerne nochmal auf eigene Faust hier umsehen. Mhm, und lernt natürlich auch alle Kinder kennen. Die sind lieb. Also, so verschlossene Kinder hatte ich hier in der Kita noch nie. Die haben ja fast gar nichts gesagt. Sind die vielleicht stumm? Okay, ich glaube, sie ist weg. Der Plan kann losgehen. Oh Mann, ich dachte, die hört niemals auf zu reden. Ja, so wir müssen uns echt beeilen, sonst klappt das nicht, was wir uns vorgenommen haben. Ich habe mega Durst. Wer will mitkommen? Ich habe auch Durst. Ich auch. Julian, Brigitte hat gesagt, wir sollen uns immer ein Glas nehmen. Oh, dir ist aber schon klar, wie viel ich eben gebaut habe, diese Bude und so. Das war echt anstrengend. Und da habe ich jetzt eine ganze Flasche hier verdient, deswegen trinke ich aus der Flasche. Psst, Mara. Ich kann die Spielzeuge hier raustragen. Perfekt. Max, keiner guckt. Kannst ganz beruhigt rausgehen. Ja, schlag ein. Das erste Spielzeug gehört uns. Das können wir dann online verkaufen. Meinst du, hier können wir was von gebrauchen? Ja, vielleicht da vorne die Sachen. Was meinst du, Julian? Sollen wir nicht mal die Neuen ein bisschen ansprechen und ein bisschen kennenlernen? Ja klar, wieso denn nicht? Frag sie doch mal, ob sie mitspielen wollen. Muss ich das machen? Oh, na gut, ist ja gut. Hey, ihr beiden, wie hieß ihr noch? Max und Mara, wollt ihr vielleicht mit uns spielen? Weiß ich nicht. Also wir haben uns hier eine Bude gebaut und da dürft ihr auch gerne rein. Ihr steht auf der Gästeliste, überhaupt kein Problem. Ja. Vielleicht, ja. Tut mir leid, aber da gab es keine wirkliche Antwort. Ich glaube, die haben nicht so viel Lust, mit uns zu spielen. Aber die sind ja auch gerade mal neu hier. Vielleicht sind sie noch ein bisschen schüchtern und so. Haben vielleicht Angst, weil ich bin ja ein ziemlich cooler Typ, deswegen. Ach, Julian, lass mich das regeln. Ich werde die nochmal ansprechen. Hey, ihr beiden, ich bin Sarah. Also, Julian hat euch ja gerade schon gefragt. Ihr könnt gerne mit uns spielen. Okay. Ich weiß ja nicht. Ach, und wie ist es gelaufen? Du hattest recht, Julian. Da siehst du. Das oh Mann, wenn uns jetzt noch mehr Leute ansprechen, wird's echt schwierig. Los, beeil dich, hier sieht gerade keiner. Oh, wir haben echt Glück, dass die alle so abgelenkt sind. Die da im Bällebad, die bekommen gar nichts mit. Und hier in der Bude ist auch alles voll, also die sind ziemlich beschäftigt. Oh, aber diese Bausteine will ich auch unbedingt haben. Stimmt. Also die müssen wir auch noch mit einpacken eigentlich. Und ich glaube, ein Bällebad haben wir auch noch nicht, ne? Das müssten wir eigentlich auch mitnehmen. Ja, genau. Wie kriegen wir das nur hin? Ich habe da eine Idee. Wir müssen einen Plan aushacken. Ach toll, alle Kinder können sich alleine beschäftigen. Aber wo sind denn Max und Mara? Wir haben eine Frage. Ja? Also, können wir vielleicht mit den anderen Kindern rausgehen? Alle Kinder zusammen? Dann könnten wir alle kennenlernen. Aber draußen bitte. Klar doch. Hey, hört mal alle zu. Max und Mara haben eine gute Idee. Wie wäre es, wenn wir alle rausgehen? Die Sonne scheint. Julian, Sarah, Kira, kommt ihr auch? Hinter der Butze da, hallo. Oh, ich weiß gar nicht mehr, wie lange die Sonne nicht mehr geschienen hat. Also es ist ja echt gutes Wetter heute. Was wollen wir wohl machen? Was ist denn mit euch beiden? Ihr hattet doch die Idee, nach draußen zu gehen. Was ist denn los, Max und Mara? Wir müssen auf Toilette. Ja, genau, ich muss auch auf Klo. Na gut, also ihr wisst Bescheid, wo die Toilette ist. Dann kommt einfach nach. So, jetzt müssen wir aber echt schnell sein. Wir uns. Bällebad raus und die Steine raus. Okay, das Bällebad ist schon mal draußen. Perfekt. Okay, ich stehe hier schmiere. Also die anderen spielen die ganze Zeit. Brigitte, das ist ganz dringend. Also ich habe eben zu viel Wasser getrunken und ich muss jetzt voll auf Klo. Kann ich bitte rein? Aber klar, Julian, die Tür ist offen. Hä, was ist hier denn los? Wo sind denn die ganzen Spielzeuge und wo ist unsere Bude hin? Hey! Oh nein, hier war ein Dieb, ein Verbrecher, der hat alles geklaut. Och, aber wie schnell, das scheint ja ein Meisterdieb zu sein. Oh. Oh Mann, ich glaube, wir fliegen auf.